VIP-Expertin Alex Bechtel ist bei uns im Studio. Und Alex, ich hätte ja nie gedacht, dass wir zusammen auf dem GMD-Sofa sitzen dürfen. Zuletzt haben wir zusammen auf Island-Pferden gesessen. Oh ja, das ist ein paar Jahre her, ne? Beim Benefiz-Galopprennen. Ja. Und du hast mir gute Tipps gegeben, sodass ich wenigstens nicht vom Pferd gefallen bin. Guten Morgen, liebe Mara. Guten Morgen. Guten Morgen. Und du hast Baby-News im Gepäck, Alex. Ja, also ich finde es großartig, das Baby von Jelis Kotsch und Uwe Ochsenknecht, sage ich schon. Ich mache schon den Großvater zum Vater. Und Jimmy Blue Ochsenknecht. Für die kleine Familie. Ja, uns ist ja wirklich auch ungewohnt. Das ganze Leben des Babys spielt sich jetzt schon online ab. Ist das nicht auch ein bisschen komisch? Ja, die beiden haben sich ja vor der Geburt schon leider getrennt. Und es gab ja einen Riesenstreit und haben vieles Privates über Social Media verraten. Ich hoffe, dass das jetzt durch die Geburt alles aufhört und sich die Familie definitiv darauf besinnt, was wichtig ist im Leben, nämlich das Leben dieses neuen kleinen Menschen. Das ist das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Und es geht um noch ein weiteres, frisches, neues Helene Baby. Wird Mama. Sie hat es ja auch bei Instagram bestätigt. Ich finde es großartig. Wir haben alle lange darauf gewartet und Helene, das hören wir hier. Was hat sie gesagt? Was heißt das im Folgeschluss? Dass sie wahrscheinlich schon viel länger schwanger ist, als wir jetzt alle denken. Es wird ja offiziell gesagt, das Baby soll im Februar oder im März auf die Welt kommen. Was mich allerdings erstaunt, ist, dass sie ja auch bei Instagram gesagt hat, hey Fans, macht euch keine Sorgen, ich werde meine Auftritte wie geplant machen. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wenn das Baby im März oder im Februar auf die Welt kommt, will sie dann tatsächlich Ende März schon bei einem riesengroßen Festival auftreten? Also, das heißt, es gibt schon wilde Spekulationen, ja, dass das Kind vielleicht auch ein Weihnachtsbaby werden könnte, weil wir alle, die Kinder haben, wissen, es ist auch echt anstrengend, wenn man gerade ein Baby geboren hat. Klar, soll jeder machen, wie er meint, aber trotzdem, der Körper muss sich erholen. Und es ist ja auch erstmal so, dass man mit einer ganz neuen Situation konfrontiert ist. Man hat so ein Würmchen im Arm, es ist ihr erstes Kind. Da kann sie natürlich noch gar nicht emotional wissen, was auf sie zukommt. Das weiß man erst in der Sekunde, wenn man das Baby im Arm hält. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob sie denn dann wirklich schon auftreten wird oder ob das Baby dann eigentlich schon viel älter ist. Wir werden das natürlich ganz genau verfolgen. Ja, und die Eltern freuen sich. Jetzt werden alle ständig auf ihren Bauch schauen, das ist ja klar. Auf jeden Fall, alle Fans fiebern mit. Mhm. Aber was sagt denn wohl Helenes Ex Flori dazu? Ja, also ich schätze Florian Silbereisen so ein, dass er sich natürlich für Helene mitfreut. Die beiden haben ja nach ihrer Trennung immer auch betont, dass sie... Wir werden das alles verfolgen. Und jetzt hast du auch noch sehr skurrile Nachrichten mitgebracht von Roberto Blanco. Ja, Roberto Blanco hat es eigentlich jetzt so richtig schön öffentlich gemacht. Also es geht um Ludwig van Beethoven. Und es ist nicht so, dass er hat Folgendes gesagt. Ja, es gibt ja auch eine Petition, da sind viele Wissenschaftler mit dabei, die sagen, das müssen wir jetzt in Angriff nehmen, wir müssen ihn exhumieren, wir müssen seine DNA untersuchen und herausfinden, woher Ludwig van Beethoven eigentlich wirklich stammt. Und das finde ich total interessant und ich finde das ehrlich gesagt ganz gut. Wir werden das in jedem Fall weiterverfolgen. Ja. Dankeschön, Alex. Sehr gerne. Auf jeden Fall sind beide sehr musikalisch, wenn auch in unterschiedlichen Genres. Ein bisschen Spaß, muss sein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Wolf. VIP-Expertin Alex Bechtel bei uns im Guten Morgen Deutschland Studio. Schön, dass du da bist, Alex. Guten Morgen, Mara. Guten Morgen, Deutschland. Und ich finde es so schön, es gibt frische Baby-News, ja, Alex. Das Baby von Jelis Kotsch und Jimmy Blue Ochsenknecht soll da sein. Das Ochsenknecht-Baby allerdings. Das Ochsenbaby. Ochsenbaby. Allerdings haben sich ja vorher getrennt, die beiden. Da ist man schon ein bisschen traurig, oder? Ja, natürlich. Es ist nie schön, wenn sich Eltern trennen. Vor allen Dingen, wenn gerade das Baby geboren worden ist. Es ist sehr traurig. Auf der anderen Seite haben sie ja auch dann irgendwie... Süß, Glückwunsch an dieser Stelle. Sie heißt Alexandra mit KS. Oh, guck mal. Das ist nur Spaß. Ich dachte, du bist vielleicht Namenspatin. Vielleicht, wenn die beiden noch keinen Namen haben, noch ist keiner bekannt. Alex mit KS, sehr, sehr schön. Allerdings finde ich so ein bisschen schade, dass die beiden das ganze Leben eigentlich online zeigen und präsentieren. Ist das nicht schwierig gerade? Ja, ich finde das auch schwierig, wenn man all seine privaten Dinge so nach außen trägt. Ich hoffe aber, dass sie jetzt aus der Vergangenheit gelernt haben. Es gab ja Shitstorms für beide und jetzt sollte mal gut sein. Die sollten die Zeit mit dem Kind jetzt genießen. Das ist ganz wichtig. Noch eine wunderschöne Baby-News. Helene Fischer, wir haben es ja schon vermeldet und jetzt ist es auch offiziell von Helene selbst bestätigt worden. Ja, Helene Fischer wird Mama. Großartig. Das freut großartig werden. Allerdings hat sie jetzt bei Instagram was gepostet. Ja, schauen wir mal rein. Das finde ich nämlich sehr spannend, was sie da gesagt hat. Es ist leider Gottes durch sehr enge Vertraute dann doch an die Medien gegangen. Darüber ist sie auch sehr enttäuscht, hat sie auch gesagt. Was ich jetzt so spannend finde, ist, dass sie sagt, wir konnten es länger geheim halten. Was bedeutet das also? Es heißt
eigentlich im Umkehrschluss, sie ist schon länger schwanger und vielleicht kommt das Baby schon schneller auf die Welt. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt mal rechnen, wann könnte das Baby da sein? Ja, also gesagt wurde Februar, März, aber sie hat auch gesagt, dass sie alle Konzerte machen wird und ich weiß, dass sie Ende März auf einem Festival spielen wird und da wird sie sicherlich nicht mehr schwanger sein und sie wird auch nicht 2 Wochen nach der Geburt auf die Bühne springen. Also könnte natürlich sein, dass es vielleicht sogar ein Weihnachtsbaby wird oder schon im Januar auf die Welt kommt, weil ich denke, die ersten Wochen wird sie sicherlich mit ihrem Baby ohne Konzerte und alles alleine genießen möchten. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das erste Babybauchfoto. Ja. Weiß man denn eigentlich, Alex, wie Flori, ihr Ex, reagiert hat? Ja, also Florian Silbereisen und Helene Fischer betonen ja auch immer wieder, dass sie gute Freunde sind, nach der Trennung sich immer noch gut verstanden haben oder immer noch gut verstehen. Also ich denke... Eine Story von Roberto Blanco. Was ist da los, Alex? Ich glaube, jetzt sind wir bei Emily. Ach, guck mal, Emily Ratajkowski, das Model. Ja. Und sie hat in einem sehr, sehr bekannten Song, den, glaube ich, jeder von Ihnen kennt... Blurred Lines. Hören wir mal rein. Genau, hören wir mal. Ratajkowski hat ein Buch geschrieben, ein Buch mit Essays, My Body heißt das. Das wird im nächsten Jahr veröffentlicht und wie das immer so ist, man bekommt schon ein paar Häppchen zugeworfen und sie erhebt darin schwere Vorwürfe gegen Robin Thicke, den kennen wir von diesem Song Blurred Lines, den hat sie beim Videodreh kennengelernt 2013 und er habe ihr, wie wir gerade gehört haben, von hinten an die nackten Brüste gegrapscht. Und das ist natürlich ein absolutes Unding und sie sagt selber, meine Güte, warum habe ich das damals nicht gesagt, sondern so lange darüber geschwiegen. Und Robin Thicke, ich habe vorhin mal geschaut, bei Instagram kriegt er schon einen riesen Shitstorm. Also ich denke, das wird auf jeden Fall Konsequenzen nach sich ziehen. Zu Recht, finde ich. Und wir hören ja gerade auch den Song, der ist wirklich bekannt. I Know You Want It singt er da. Ja. Dabei wollte sie das ganz bestimmt nicht. Nee, also im Video, das ist auch natürlich sehr anzüglich, was natürlich für Musikvideos heutzutage jetzt nicht so besonders ist. Aber wie wir hier sehen, sie ist auch nackt. So, ich danke dir ganz herzlich, Alex. Auch das werden wir natürlich weiter verfolgen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Mann, der so viel Kohle hat. Mir wird schon ganz schwindelig. Ist unglaublich, oder? Unglaublich. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Es geht darum, wie viel Promis manchmal verdienen können. Und das ist wirklich unfassbar. Schauen Sie sich das mal an. Ich werde Sänger.